Hallo und herzlich willkommen zu dem Beauty Akademie. Mein Name ist Sergei Benedetta und heute schminke ich mit euch den neuen DM Farbtrend Dramatic and Passionate. Eine Mischung zwischen rosa und lila Tönen macht diesen Farbtrend frisch und dramatisch. Unbedingt dunkelrosa Töne bzw. dunkel-lila Töne für diesen Look wählen, um zu vermeiden, dass die Augen müde aussehen. Ich beginne mit einem Rosaton. Hier teile ich wieder die Auge auf zwei verschiedene Sektionen, das heißt der Oberlid und der Unterlid. Und ich beginne die hellste Farbe in die Augenmitte aufzutragen. Jetzt trage ich die zweitdünkelste Farbe im Augeninneren und schattiere das zur Mitte. Ich trage die dunkel-lila Farbe mit Hilfe von einem kleineren Pinsel im äußeren Augenwinkel, ein Schattierpinsel und diese Farbe nach außen schattieren, damit die Übergänge weicher und fließender werden. Um diesen Look noch mehr zu verstärken, trage ich im äußeren Augenwinkel ein bisschen mehr Lidschatten auf. Wir können natürlich auch noch mehr Look verstärken, indem wir einfach einen Kajalstift nehmen und hier eine kleine Eyeliner ziehen. Es ist jetzt etwas kürzer als klassische Eyeliner. Sollte man mit dem Wattestäbchen ein bisschen weicher machen. Hier wähle ich eine schwarze Mascara, um diesen Look noch stärker zu machen. Nicht vergessen die Wimpernkamm, die Überreste von Wimperntusche mit dem Wattestäbchen wegputzen. Nun muss ich mir für eine Rougefarbe entscheiden. Ich würde eher auf Rosa- und Rottöne verzichten, sonst sieht dieser Look am Ende sehr maskenhaft. Dafür würde ich empfehlen Braun, Beige bzw. Pfirsichtöne. Aufgetragen wird der Rouge mit einem Rougepinsel auf den oberen Wangenknochen und schattieren das nach außen. Wie Sie sehen, sollte der Rouge sehr, sehr weich liegen, ohne harte Kontur. Ich habe drei verschiedene Lippenstiftfarben ausgesucht, die zu diesem Look perfekt passen. Ich habe allerdings mich für ein Lipgloss entschieden, weil es einfach für den Typ bzw. für diesen Look am besten passt. Zu diesem Look passen lila, rosa und pinkfarbene Nagellacke. Das Einzige, was uns noch fehlt für eine perfekte Ballnacht, ist ein Abendgarderobe und eine passende Frisur. Viel Spaß beim Nachschminken!